Grüßt euch Leute, ich bin euer Cornel und ich hatte ja mal erwähnt, dass ich gebacken habe mit meiner Nachbarin und in der Tat haben wir das auch und die Kekse sind sehr lecker geworden. Und wir haben da auch ein bisschen was aufgenommen, allerdings bin ich mit den meisten der Aufnahmen nicht so unbedingt zufrieden. Und ich habe jetzt mal durchgeguckt und habe mal noch so drei Szenen rausgepickt, die ich ganz cool fand, ganz lustig. Und wir fangen jetzt mit der ersten an, bei der es einfach darum geht, dass ich kurz meinen Backofen präsentiere und außerdem die ersten Kekse beziehungsweise die ersten Momente, die die Kekse erlebt haben, kurz Revue passieren lasse. Das heißt im Folgenden einfach, dass ich euch zeige, wie der Backofen gerade backt. Und dann kommen wir zu den ersten Keksen, die es in die Schüssel geschafft haben. Und dann auch zu Keksen, die es nicht in die Schüssel geschafft haben. Und als kleiner Hinweis, hier sei gesagt, wenn das gleich, keine Schatten oder so. Alles, was ihr da seht, ist genauso, sah genauso aus und sieht genauso aus. Also wenn da was Schwarzes gleich auf euch zukommt, dann will ich euch nur sagen, dass die auch wirklich schwarz. Das ist so, dann scheiße. Das war mega schwarz. Guckt es euch einfach kurz an. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben die ersten Plätzchen in meinem unglaublich guten Backofen fertig. Dieser Backofen sieht genau so aus. Und die Problematik, die dieser bietet, ist einfach, dass in der Mitte alles verbrennt. Deswegen haben wir die Mitte jetzt mal ausgelassen. Ja. Und deswegen sind unsere ersten Plätzchen auch ein wenig verbrannt. Aber sie sehen sehr schön aus. Ein paar von den Plätzchen haben es nicht in die Schüssel geschafft. Die sehen dann so aus. Kann man das erkennen irgendwie so? Ja, das ist zwar jetzt kein optimales Licht, aber die sind tatsächlich so schwarz. Also da ist nichts dran getürkt. Die sind so schwarz. Die Kekse waren schwarz, oder? Ja, das war ganz lustig. Wir haben das einfach zu lange eingestellt und auf einmal hat es gequalmt aus dem Backofen und dann kamen da pechschwarze Kekse bei raus. Gut, alles in allem hat es aber dann doch geklappt. Ihr habt ja da die kleine Schüssel gesehen, wo die ersten Kekse drin waren. Die waren auch wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt im nächsten Spot kommen wir zu meinem Teich, den ich angefertigt habe, wovon ich dann leider keine vernünftige Aufnahme mehr habe. Das war alles irgendwie nicht ganz so optimal. Auf jeden Fall habe ich einen Teich gemacht, den man ausstechen muss. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Eure Mama macht das bestimmt auch öfters dann so mit Ausstechform und dann immer tak, tak, tak. Und dann habt ihr da Kekse. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir keine das darf eigentlich keinem erzählen. Wir hatten auf jeden Fall keine Ausstechform. Die Not macht erfinderisch und deswegen haben wir einfach versucht, das Ganze freihand anzugehen und uns einfach selber die Förmchen zu machen. Meine sehen wunderbar gut aus. Meine Nachbarin hat auch eins probiert. Ihr könnt ja mal am Ende sagen, welches von den ausgeschnittenen, ausgemachten Formen ihr am schönsten fandet. Schaut einfach mal rein. Das ist ein etwas längerer Spot, der geht so 3-4 Minuten tatsächlich sogar, wo wir einfach so ein bisschen im Teich rumschneiden. Wenn es euch Spaß macht, guckt halt kurz rein und danach sehen wir dann uns nochmal wieder, denn ich habe noch einen dritten. Die letzten Vanillekipferl sind fertig geworden. Wie sind sie geworden? Eigentlich gar nicht schlecht. So. Müssen wir ein paar Formen ausschneiden. Ich fange mal mit was Klassischem an. Ich weiß ja, ich kann das nicht. Soll ich einen Stern machen? Wenn wir jetzt Förmchen hätten, das wäre natürlich der absolute Hammer. Aber meine Nachbarin wollte keine kaufen. Hallo? Stimmt ja auch wieder nicht. Ja, das wird ein richtig guter Stern. Ich sehe das schon kommen. Ich hab zu lachen. Den krieg ich da ja nicht raus. Das ist dann irgendwie schlecht überlegt. Guck ihn dir an, ist er nicht wunderschön? Oh, nein!
Gut. Ja, so ist es. Es ist ein Krüppelstern. Er hat halt eine Zacke verloren. Aber damit müssen wir jetzt leben. Es könnte auch ein Weihnachtsmann sein, die beiden Füße, der Kopf mit und der Sack. Ja. Nicht? Viel Fantasie. Ach, hör doch auf. So, das ist. Hallo? Das ist immer noch mein Zimmer. Die 3-Sekunden-Regel. Das ist ein Auto. Ein UFO. Das ist ein UFO. Also ich schneide jetzt hier einfach. Das ist mir doch egal. Ich mach doch jetzt hier. Mach wenigstens ein Herzchen. Mittendrin, damit wir es auch so richtig gut rauskriegen. Ja, mach's doch noch größer. Wunderschön. Das ist perfekt geworden. Weißt du, was das Problem ist? Hm? Guck mal, das ist richtig dick hier. Und das ist viel zu dünn und das ist alles so. Wir schneiden hier einfach jetzt so. Du kannst doch nicht solche Plätzchen präsentieren. Warum? Was sollen wir denn machen? Wir können auch jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Formen malen. Doch. Nur weil du es nicht kannst. Spürst du die Anstrengung? Jawohl. Sehr schön. Ich finde, meins ist schöner geworden. Ansichtssache. Ja. Ein Halbmond oder so. Ein Halbmond? Da habe ich jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht. Das ist ein Halbkreis, okay. Ist das ein Halbmond? Ich finde, das ist ein Halbmond. Das kann man ruhig mal würdigen. Guck mal, hier könnten wir einfach ganz cool ein Dreieck. Ja, also ein Tannenbaum. Das ist außer Ferne ein Tannenbaum, weil da sieht man nicht so ganz die Konturen. Einen Tannenbaum könnten wir aber auch machen, indem wir hier einfach so. Wie macht man einen Tannenbaum? Zacken rein. Das sieht ja aus wie ein Stern. Oder? Everybody put your... Nee. Hallo und herzlich willkommen. Ich kommentiere hier mit einem Kamm. Dieser Kamm liegt immer auf meinem Schreibtisch, weil ich ihn hier... Ich habe sonst keinen Platz für diesen Kamm. Ganz davon abgesehen, soll euch gesagt sein, dass... ich natürlich meinen Nikolaus-Stern am schönsten fand. Also der Stern, der dann am Ende aussah wie Nikolaus. Fandet ihr auch, dass er aussah wie Nikolaus? Also ich persönlich fand das schon. Wobei man wahrscheinlich zugegebenermaßen sich eingestehen muss, dass ihr Herz am schönsten war. Mein Herz sah eher aus wie... Na, ich weiß es nicht so genau. So. Da wir das aber so nicht weitermachen konnten und ich da, glaube ich, den Teich an die Wand geschmissen hätte, weil das ja unglaublich nervig und zeitaufreibend war, haben wir uns für die Zwischenzeit eine kleine andere Methode einfallen lassen. Und die zeige ich euch jetzt in einem Sekundenspot. Also jetzt kommt mal ein ganz, ganz kleiner Spot und da seht ihr dann, was wir uns haben einfallen lassen. Meine Plätzchen sind gleich Kronkorken. Ist das cool. Ich weiß nicht genau, ob man es genau erkennen konnte, aber wir haben einfach einen Kronkorken von der Bierflasche genommen und damit die Förmchen ausgestochen. Ja.
Zugegebenermaßen, wir haben nicht den ganzen Teig so gemacht. Wir haben dann 2 Tage Pause gemacht, haben uns dann in dem Zwischentag 2 Förmchen gekauft und haben dann nochmal den restlichen Teig 2 Tage später ausgestochen mit ganz normalen Förmchen, so wie sich das gehört. So, das war jetzt alles, was ich so vom Backen noch so zur Verfügung habe, was ich dachte, was vielleicht ganz lustig sein kann, wenn ihr Bock darauf habt. Alles andere war nicht so, ja, fand ich jetzt nicht so gut, war ein bisschen blöd alles und keine Ahnung. Also das Backen war nicht blöd, aber hat mir alles nicht so ganz gut gefallen, wie die Aufnahmen gemacht wurden irgendwie. Das war alles so, nee, das soll auch dann alles gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, nochmal so ein paar kleine Reingucker zu bekommen vom Backen. Ihr habt jetzt den Ofen gesehen, ich kann euch den nur empfehlen. In der Mitte verbrennt alles, es ist abartig. Da bohrt jemand. So, das war es jetzt von Cornel backt oder hat gebacken. Zumindest ein bisschen. Und ihr konntet jetzt noch ein bisschen was sehen, wenn ihr auf solche Videos steht. Ja, also mit mir hier so. Mit mir so am Bild. Ich weiß nicht ganz genau, es ist. Wenn ihr das mögt, wenn ihr mich auch öfters mal sehen wollt, könnt ihr gerne, wie schon voll oft erwähnt, Cornels Welt. Das verschwindet auch bald wieder wahrscheinlich hier so mehr oder weniger auf dem Cornel Let's Play Kanal. Also es zieht jetzt alles Real-Life-mäßige, zieht jetzt so langsam auf Cornels Welt um. Dieses Video hier ist noch nicht auf Cornels Welt hochgeladen worden, weil ich das einfach nochmal auf dem richtigen Kanal machen wollte. Wenn ihr darauf steht, guckt bei Cornels Welt vorbei, da wird es bald auch Videos geben, Kochvideos und all die anderen Sachen, die ich geplant habe. Ich möchte jetzt nicht wieder so ausschweifend drüber reden. Ich habe Hunger, ich habe Spaghetti, ich weiß nicht, ob ich mich dran wage, vielleicht mache ich da. Es ist ärgerlich, ich müsste erstmal aufräumen meine Küche, bevor ich kochen kann. Und ich habe voll Hunger. Ich glaube, ich lasse das und mache mir einfach einen Toast. Bis dann und ciao. Tschüss.